Moin Leute, Kralle hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. So, ich bin in Megatown, habe hier eine Menge abgegeben, muss noch das Altmetall abgeben, deshalb werden wir gleich nochmal schlafen gehen. Und ich habe mir so vorgenommen, an was wir an Quests zu haben, wollte ich einmal, wo war es jetzt, Schieß auf den Kopf machen. Eigentlich. Und dann ist mir auch noch eingefallen, dass wir bei Little Lamp Light, genau da, wo wir hin müssen, questmäßig, also hauptquestmäßig, dass bevor wir das überhaupt machen, da in der Nähe zwei verschiedene Subquests haben, also zwei verschiedene Nebenquests dahin geleitet werden. Deshalb würde ich doch relativ zeitnah auch die Hauptquest zumindest insoweit weitermachen, dass wir da mal dahin gehen und uns das angucken. Und genau, wir waren ja letztes Mal wieder in Vault 101 und da dachte ich, wir hatten eine Menge Action, wir haben eine Menge geredet. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mal was erkunden? Und zwar Vault 106. Das wollte ich jetzt so als nächstes machen. Und dann muss ich mich danach noch entscheiden, das entscheide ich einfach während des Erkundens, ob ich zuerst Schieß auf den Kopf mache, weil das uns auch noch an zwei Quest-Locations führt, oder doch zuerst Little Lamp Light. Muss ich mal gucken. So, jetzt muss ich erst nochmal pennen. Obwohl, ich habe ja eben gepennt, damit wir wieder volle Energie haben. Jetzt warte ich gerade, bis Tagesanbruch ist. Das müsste schon reichen. Ich muss ja nur gerade zu Walter, um das ganze Altmetall abzugeben. Hätte ich eigentlich auch offscreen machen können. Naja. So lange dauert es jetzt ja nicht. Er ist. Doch, er ist hier. Was? Ja, wie bitte? Altmetall. Alles. In Ordnung. Lassen Sie mich Ihnen Ihre Kronkorken geben. Ah, es reicht noch nicht zum Levelaufstieg. Schade. So, wieder an die Arbeit. Na gut, wir haben ja eh nur noch 9 Level vor uns. Level 30 ist Maximum. Leider. So, und dann jetzt mal Schnellreise zu Kalens Bed and Breakfast und dann erkunden wir eine Vault. Soweit ich weiß, führt da keine Quest hin. Oh, ja. Nee, kann ich schon behalten. Ach, die meisten Schüsse bleiben an der Hauswand hängen. Ich werde hier in den Arsch treten. Das ist sehr grell. So. Wie voll ist unser Flammenwerfer? Der ist ganz voll. Brauchen wir nicht. So. Ich wechsle mal auf eine... Ah. Die Laserpistole, die wir uns noch aus hier dem Vorholen wollten. Habe ich die letztes Mal übersehen oder sind die respawned? Autsch. Ey, das hätte ich treffen müssen. Verdammt, wieso vergesse ich immer die Laserpistole? Im Prinzip sollten wir da jetzt ja einen Abstecher hinmachen.
Weil... wo ist die andere? Ach, hier. Weil bevor ich es wieder vergesse. Und in der Vault ist es ja eigentlich egal, ob es Tag oder Nacht ist. Also, ja, machen wir gerade schnell. Weil ich keine Lust habe, das wieder zu vergessen. So, wo warst du? Die Zitadelle. Wir haben ja Schleichen geskillt. Und Dietrich. Dann versuche ich da jetzt mal möglichst schnell hinzugehen. Das könnte auch mal wieder etwas Heilung vertragen. Wir müssen wieder Talent Company Typis finden. Schon 6 Minuten und noch nichts geschafft. Ich wollte eigentlich um diese Zeit schon in der Vault sein. So, das war A. Der A-Ring und dann einfach durch zum B-Ring. Zum Beringsee. So, dann müssen wir mal hoffen, dass der älteste Lions nicht hier ist. Sehr schön. Ach, Moment. Jetzt dürften wir genug haben, ne? Moment, warte, was? Wahrnehmung. Jetzt nehmen wir anscheinend das erste Mal Drogen, wenn wir was haben. Das hilft. Wahrnehmung, plus 5. Das ist aber schwierig. Nee, wieder nach da. So, Smugglers End, Schmugglers Ende. Ältester Lions, persönlicher Eintrag. Wir nehmen mal nur das, was wir brauchen. Energiezellen und Kronkorken haben wir genug. Ja, ich weiß, dass das böses Karma gibt. Wir kriegen noch genug Neues dazu. So, Gefängniszellen-Kennwort. Stockholm? Was? Kennwort für Gefängniszelle. Achso. Ah, okay. Ja. Hier sitze ich in der Sicherheit der Zitadelle, während die Menschen des Ödlands leiden und sterben. Ich, ein gescheiterter, schwacher alter Mann. Was habe ich denn schon erreicht? Wie vielen konnte ich helfen? Die Supermutanten sind noch immer aktiv. Die Menschen sterben an Durst und Strahlung. Die Ältesten des Westens weigern sich, meine Existenz anzuerkennen. Sogar einige meiner eigenen Leute sind zu Ausgestoßenen geworden. Und jetzt? Seien Sie gegrüßt. Technologisch überlegen. Unendliche Ressourcen. Die Macht muss in fähigere Hände. Aber ist die Zeit dafür schon reif? Ah, ein Anführer... na gut. Eigentlich ist es ja gut, wenn sich ein Anführer auch mal selber Gedanken macht, ob er richtige Entscheidungen trifft. Allerdings darf das nicht zu viel werden, denn wenn man sich ständig nur selbst anzweifelt, trifft man automatisch schlechtere Entscheidungen. So, Schmugglers Ende. 19 scheint nicht sehr viel zu sein, aber... Das sagen wir 13 bis 14, wenn man es ganz hoch nimmt, ne? Das könnte sogar bei 12 bleiben, wenn ich mir das hier so ansehe. Also maximal 13. Also das ist schon bei Weitem besser. Und damit rennen wir jetzt mal ein bisschen rum. Wir spielen ja sonst so wenig mit.
Laserwaffen. Energiewaffen. Gibt es etwas, wobei ich helfen kann? Nö, nö, alles gut. So, dann wieder zurück. Hoffen, dass die nicht respawned sind, die Raider. Allerdings wäre das ja ein bisschen komisch, wenn die so schnell respawnen würden. Und da lässt Mentats nach. Uah. Da lässt es nach. Ich bin kein großer Freund davon, Drogen zu nehmen. Weder in Spielen noch im echten Leben. Da lang. Obwohl ich ja zugeben muss, gerade gestern habe ich erst eine Doku darüber gesehen. Eine gute Doku, keine fremdfinanzierte. Die sind freundlich. Und da wurde mal ein bisschen aufgetischt, dass mehrere Drogen, die illegal sind, eigentlich gar nicht illegal sein sollten. Das Prohibition... Wieso rennen die weg? Das Prohibition ein paar... Also egal, worum es geht. Immer das... Na nü? Was zur Hölle wollen Sie? Wir haben zu tun. Ich hörte einen Streit. Was ist los? Wir sind auf der Suche nach diesem Ort im Norden namens Oasis. Da soll's eine Menge gutes Zeug zu holen geben. Aber wir sind nicht daran interessiert, mit jedem der hergelaufenen Ödländer zu teilen. Darum müssen wir sie jetzt töten. Hab ich dich. Oh. Also entweder ist Schmugglers Ende besser, als ich gedacht habe. Oder die sind sehr niedriglevelig. Von den Waffen würde ich sagen, sehr niedriglevelig. Oh! Oh, geht eigentlich. Das große Magazin hilft. Jetzt hätte ich es nur gern, dass man noch die Maustaste einfach halten darf. Huh? Pass auf, bevor mir wieder sowas passiert, hau ich Dietrich hoch. Energiewaffen haben wir schon gezogen? Okay. Schleichen. Schleichen könnte noch ganz nützlich werden. Große Waffen ist auch relativ weit oben dafür, dass wir es so wenig benutzen. Medizin reicht auch. Nahkampfwaffen benutzen wir so oder so nicht. Sprache, ja, ja, ja. So. Naja, auf jeden Fall, um das, auf das Thema eben zurückzukommen. Prohibition, also jegliche Drogen wirklich komplett verbieten, nützt eigentlich eher nichts, sondern bewirkt eher das Gegenteil. Dafür gibt es schon wissenschaftliche Studien und auch Beweise. Spannende Sensen. Medikamentenresistenz, Gesetzesbringer, Auftragskiller, Gesetzesbringer. Na komm, wir nehmen es mal. Schaltet einen neuen Ort frei, dürfte vielleicht ganz gut für ein Let's Play sein. So, die Regulatoren. Achtung, Gesetzesbringer im Ödland der Hauptstadt. Die Regulatoren brauchen ihre Hilfe dabei, den Abschaum und das Ungeziefer in unserer Heimat vor das Gesetz zu zwingen. Melden Sie sich im Hauptquartier der Regulatoren bei Sonara Cruz, um alle weiteren Einzelheiten zu erfahren. Das machen wir nach Volt 1.0. Was war es jetzt? 1.06. Wir haben jetzt von der Oasis gehört, da gibt es auch noch Quests. Naja. Ja, Prohibition, ich glaube, eines der besten Beispiele für Alkohol war Amerika in den 1920ern. Jeder hat trotzdem Alkohol gesoffen, allerdings nicht staatlich fabrizierten, also in der kontrollierten Herstellung, sondern da waren die Moonshiner. Die werden wir sogar tatsächlich noch in diesem Spiel treffen. Die hinten im Hof Alkohol hergestellt haben. Dazu sehr hochprozentiger und jetzt kommt das wieder. Sehr gefährlicher Alkohol. Na?
Und was alles, was alle anderen Drogen angeht, oder viele andere Drogen, die harmloser sind, wie Cannabis, da kann man sich, Mann, sieht das kaputt aus hier. Da kann man sich Portugal als Vorbild nehmen, die alle Drogen, oder fast alle Drogen entkriminalisiert haben und dadurch der Drogenkonsum an sich, runtergegangen ist. Söldner-Einsatz-Outfit. Allgemein hat man mal geguckt, in welchen Ländern Drogen entkriminalisiert waren und dann sie verboten wurden. Also wie da der Trend war im allgemeinen Drogenkonsum und halt wo es andersrum war. Wo es halt vorher verboten war und dann wo es halt nicht mehr verboten war. Und wo es halt erlaubt wurde, diese Droge zu nehmen. So. Bei beiden hat sich an den Trends nichts geändert. Da, wo es gestiegen ist es weiter gestiegen. Da, wo es gesunken ist es weiter gesunken. Da, wo es stagnierte, da blieb es stagniert. Also, etwas zu erlauben bzw. nicht erlauben, ändert nichts. Aber wenn man es erlaubt, dann kann man wenigstens staatlich regulieren. Man kann kontrollieren, wie viel von dem, ich sag mal, bösen Zeug auch wirklich drin ist. Da kann man nicht rein. Und dadurch, dass es kontrolliert wird, ist auch meistens weniger Scheiße da drin. Also in manchen Fällen sogar wortwörtlich. So, war das jetzt die Vault, wo ich hier immer Notizen auf dem Boden übersehen habe? Da muss ich nochmal nachgucken. Naja. Ja. Und wenn halt alles staatlich kontrolliert ist, das heißt, wenn in der Droge quasi, wenn die so reguliert ist, dass da halt kein böses Zeug reingepanscht wurde, sondern halt das ordentlich gemacht wurde und draufsteht, wie viel zum Beispiel THC in Cannabis drin ist. Wir haben hier übrigens Blut. Dann wird man sich das auch als Drogenkonsument viel eher da kaufen, als an irgendwelchen shady Hinterhofgassen, auch wenn es das da günstiger geben würde. Weil, wenn da halt so viel gestrecktes Zeug drin ist, also mit irgendwas Blödem gestreckt oder Gefährlichem gestreckt, dann nimmt die Zahl der Todesopfer natürlich auch zu. Oder der, die wirklich dadurch süchtig werden, weil halt die Intensität viel zu hoch ist. Die Intensität der Droge. Hier haben wir einen Toten mit einer Laserpistole. Ich suche immer noch hier auf dem Boden. Hier haben wir einen zweiten. Die haben sich hier verschanzt. Und sie haben all ihre Lebensmittel aufgebraucht. Polizeiknüppel, Messer und Stützbandagen. Okay, sehr schwer. Na toll. Ich werde das aber weiterhin so machen. 2, 3. Dringend, Sicherheitshinweis. An die Vault-Sicherheit. Falls Bewohner einen merkwürdigen Geruch oder eine Art Geschmack in der Luft bemerken sollten, versichern Sie diesen bitte, dass alles in Ordnung ist. Es gab eine leichte Störung des Filtrationssystems, jedoch nichts Schwerwiegendes. Die Systeme wurden repariert und wieder zu 100% funktionsfähig. Falls sich jemand merkwürdig verhalten sollte, melden Sie dies bitte sofort, damit die medizinische Versorgung erfolgen kann. Der Aufseher. Wir wissen ja mittlerweile, dass Voltec gerne Experimente durchführt mit seinen Bewohnern. Ah, hier ist der andere. Trifft sicher gut, dass ich mir heute Schmugglers Ende geholt habe. Und wir haben einen Feind auf der Karte.
Aber ich könnte schwören, dass ich jetzt schon hier sowas übersehen habe. Naja. Und um das Thema Drogen dann jetzt auch abzuschließen. Ich bin, obwohl ich noch nicht mal Kaffee trinke, ich trinke keinen Alkohol, trinke keinen Kaffee, brauche keinen Tabak oder sonst irgendwas. Ich bin schon für die Legalisierung von Drogen, aber auch für die Regulierung der momentan in Deutschland erlaubten Drogen. Was haben wir denn? Wahnsinniger Überlebender. Und wer ging da gerade ins... Okay. Ich bin, wie gesagt, für die Legalisierung, obwohl ich nichts von dem Zeug nehme, solange alles reguliert ist. Dazu gilt auch das, was momentan... Ich meine, jetzt kippt sich ja jeder so viel Alkohol weg. Laut der Statistik, jeder fünfte Deutsche kippt sich regelmäßig so viel Alkohol weg, dass es gesundheitsschädlich ist. War es täglich? Also jeder fünfte konsumiert Alkohol des Öfteren in so großem Maße, dass es für den Körper gefährlich sein könnte. Und die fünfstellige Zahl an Alkoholtoten, die wir jedes Jahr haben, bestätigt, dass das manches zu viel reguliert ist und manches zu wenig. Wenn man alles besser regulieren würde, könnte man mehr Drogen erlauben und hätte trotzdem weniger Drogentote. Also, regulieren, aber alles richtig. Bewusstsein minus 1. Also so viel Metall ist da jetzt nicht dran. Das ist eine Lederrüstung mit ein paar Metal Bits. Gerade der Torso. Den Torso müsste man eigentlich am besten schützen. Und da ist am wenigsten Metall. Wir haben hier an den Hüften, was nicht so schlimm ist. Und an den Beinen. Ich meine, irgendwo getroffen oder geschnitten zu werden, ist immer böse. Aber, na, das macht es zumindest etwas besser. Obwohl auch nur da oben. Also der Torso muss geschützt sein, da wo die ganzen wichtigen Organe drin sind. Wenn man Pech hat, wird man natürlich auch an Bein oder an Arm an einer Stelle getroffen, wo viel Blut durchfließt. Ja, die Metallrüstung kann weg. Und dann hat man da auch verschissen, weil man relativ schnell dann verbluten würde. Aber diese Gefahr ist geringer, als wenn man irgendwie was in den Torso abbekommt. I don't want to set the world on fire. I just want to start